Also wir haben sehr lange nach Wege gesucht, wie man das machen könnte. Wir haben verschiedene Weisen ausprobiert und haben sehr viel auch mit Hertha geredet und auch über ihre kreative Prozess uns nochmal inspirieren lassen. Wie können wir
daraus schöpfen, was sie überhaupt macht, weil das ist ja irgendwie so der Kern von der Skulptur, ist auch, wie sie entsteht. Eine Skulptur ist jetzt nicht einfach so eine alleinige Sache, die da steht, sondern da ist ja eine ganze Geschichte dahinter und dass wir auch diese Geschichte verstehen können und uns in diesen Prozess auch noch reinnehmen. Also Hertha macht immer jeden Morgen so Meditationen, wo sie zeichnet. Und wir haben zum Beispiel auch diese Zeichnungen genommen und auch die Inspiration für die Zeichnung, was so bestimmte Blumen waren, und darauf einfach improvisiert und uns daraus inspirieren lassen. Und die, ich glaube, die Inspiration haben schon so viele Ideen erweckt, die wir dann gleich auf diese Skulptur übersetzen konnten. Genau. Jetzt, wenn ich Sie höre, es ist ein bisschen, wie ich auch meine Arbeit mache. Also sprich, während ich zeichne, habe ich irgendwas begriffen, aber ich kann das nicht verbalisieren. Ich komme hierher und am Schraubstock und mit Hilfe von der Autogen, also ich mache das mit Hitze, biege ich diese Rohre hier am Schraubstock. Und allmählich beim Biegen und so wird es allmählich klarer. Aber vorher habe ich kein Bild, sondern beim Machen, ja, es ist eine Improvisation, auch beim Machen entsteht. Und es ist für mich was Wichtiges, das fließen zu lassen. Mhm. Dieses, weil das Material hat auch eine bestimmte Sprache. Ich kann nicht machen, was ich will. Also hat bestimmte Gesetze. Und das ist meine Aufgabe, das genau zu spüren, wahrzunehmen und schauen, was ist möglich. Ja. Mit dem, was ich mitgebracht habe, ne? Mit meiner Beobachtung von der Natur. Und allmählich beim Biegen und dann, wo die Trennung kommt, wird es klarer und klarer, wie es sein wird. Aber vorher habe ich keinen Wurf gemacht, nichts. Es entsteht im Moment. Ja. Und das ist ähnlich, ja. Das sind Parallelen. Ja. Ja. Herrlich. Ja. Thank you.
Hast du eigentlich bei deinen Kunstwerken die Idee auch verfolgt, dass sie auch Töne machen? Also, dass sie gut klingen, wie jetzt zum Beispiel die Wand? Das ist alles, das lasse ich außen vor, ne, schändlicherweise. Ne, weil, gerade weil das Metall ja eigentlich ein Klangmetall, also metallischer Klang ist ja eigentlich ein toller Klang, ja, ne, beim Gong oder wie auch immer. Ne. Aber ich bemerke es dann, wenn die Sachen ein bisschen klingen oder so. Ne. Und da frage ich dich auch, ne, also dieses spartanische Tök-Tök, das hat dir irgendwie scheinbar auch gereicht, ne? Als da ein Klangerlebnis oder so rauszuhören, ne? Oder? Ja, also es ist ja sehr sparsam, ne? Oder? Ja, also ich finde bei Metall und speziell auch bei der Wand einfach die Obertöne mega spannend. Also quasi ja. Metall hat ja natürlich dieses Tock, aber ja, es hat auch ganz viel oben drüber quasi so. Ja. Und die Wand an sich hat dann auch noch so einen Nachhall, so in sich selbst so quasi. Genau. So. Das finde ich sehr interessant. Das ist, also deshalb weiß ich, dass, ne, dass das irgendwie eher eigenartig klingt, wenn ich dann mit dem Handfeger drüber gehe und das sauber mache, dann passiert das auch. Ne? Aber jetzt so als Musiker, ich habe das ja aufgenommen und dann digital noch verfremdet. Ja, genau, ich habe es leider noch nicht gehört. Ne? Okay. Aber also wie findest du das, dass quasi, weil deine Arbeit ist ja also gar nicht digital eigentlich. So, sondern es ist einfach physisch. Manual. Genau. Wie findest du das, dass quasi deine Arbeit jetzt mit sowas Digitalem verbunden wird oder verknüpft? Das finde ich nicht entwertend. Ne? Das finde ich eine Erweiterung im Prinzip. Ne? Das ist eine Sache, die scheinbar da drin steckt als Möglichkeit und die sich aber in dem Objekt an sich nicht verwirklichen kann. Ne? Aber du kannst das da rausholen und kannst da was mit anfangen, ne? Dass das für dich Stoff ist, ne? Der formbar ist.
Ich hatte es satt, den Vierkant zu bedienen, habe mir eine äußerst komplizierte Außenform halt gewählt. Man sieht es ja schon, wenn man so dreht, eine oder drei Spitzen, wenn man so will. Und die habe ich vorgesägt als fertiges Stück, habe gesagt, jetzt muss ich fähig sein, da Inhalte herauszuholen und neue Räume zu schaffen, die sich dann hinterher zu einem doch sehr harmonischen Ganzen wieder zusammenfügen lassen, wenn sie ausgeklappt sind, die einzelnen Teile. Also auch quasi wie im Musikalischen, denke ich manchmal, dass es etwas gibt, dass man ganz viele Ideen hat und fügt das in irgendeiner Form und irgendeiner Form von Harmonie wieder zusammen und daraus wird dann ein Stück. Also das ist meine laienhafte Interpretation dann. Aber es trifft eigentlich sehr gut, was wir musikalisch versucht haben. Also mit dieser, wie du es beschrieben hast, komplizierten Außenform hier so, haben wir uns auch musikalisch gedacht, es ist keine typische Form und in der Musik kein Vierer, kein Dreier, was man so kennt, sondern wir haben einen Zehner ausgesucht, wir haben so ein bisschen uns an den Ecken orientiert, wie viele Ecken hat die Figur und versucht sie dadurch irgendwie auch greifbar zu machen, oder? Ja, genau, das war eigentlich der Anfang, also auch mit dem wir angefangen haben, witzigerweise, dieser Grundfläche. Und dann fand mich es auch super spannend, diese Idee von, es ist ein kompaktes Stück Holz, das wir dann nach und nach aufklappen, um es am Ende wieder aber zurückzuführen auf quasi eine Nullstellung. Das haben wir auch versucht, musikalisch eben umzusetzen, indem wir uns ein zusammenhängendes Motiv oder Thema ausgedacht haben, das eigentlich in allen Teilen unseres Stücks zugrunde liegt und am Ende dann wieder wie am Anfang wiederkehrt, sodass es eine geschlossene Form ergibt, so wie die Skulptur eigentlich auch. Das, ich glaube, wenn jetzt so für mich so ganz spontan, wo du das gesagt hast, so der andere Weg ist dann, bei mir ist ja nicht etwas auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt worden, das ist in einem Stück gearbeitet worden und nie auseinandergenommen worden. Da stelle ich mir fast wirklich die Aufgabe für euch dann beim Zusammenstellen des Stückes absolut schwierig vor, weil man muss ja immer noch additiv arbeiten und so. Und ob das sich dann im Dialog mit der Skulptur dann widerspiegelt, das weiß ich nicht. Das könnt ja nur ihr sein. Ihr seid die Schöpfer der Musik in dem Fall.
blind, tastend, nicht wissend. Ist da irgendwer? Unsere Begegnung wird zum Tanz, wird zum Kampf. Thank you.
sanft, zerbrechlich und alt. So endlich zerbrechlich. Tastende Schritte. Füße werden zu Händen. Wenn wir beide blind sind, müssen wir in Kontakt bleiben, sonst verlieren wir uns. Mechanisches Zusammensein, automatisiert, Distanz. Zusammenkleben, was einmal zusammen ist, kann nicht auseinandergehen. Respekt, Annäherung, Wachstum, Möglichkeit des Weges. Und dann nur noch ein fühlendes, sehr sensibles Wesen. Wohin willst du mit ihr? Was stört dich? Wie soll sie sein? Wo soll sie dich berühren? Ich hätte gern noch Raum genossen, Autonomie, aber nein, du warst schon da. Ein greises Baby, Nikotinpflaster am Arm. Und du hilfst nicht. Hilflosigkeit gegenüber der Hilflosigkeit. Also ganz konkret gesprochen haben wir uns, oder habe ich das Gefühl, habe ich mich durch die Sprache frei gemacht, weil die PerformerInnen, zumindest in der einen Probe, in der wir waren, eigentlich viel darüber geredet hatten, dass Sprache auch den Prozess behindern kann, weil man dann sozusagen durch Sprache etwas ausdrückt und dadurch nicht mehr so klar in, zum Beispiel in Tanz, in Bewegung oder in Musik. Und da hatten wir im Prozess darüber geredet, ob wir das auch so machen wollen, dass wir halt gerade nicht, also Sprache vielleicht als Anstoß nutzen, aber halt nicht als Teil der Performance, weil eben wirklich die Musik sprechen soll. Aber irgendwie fand ich es dann auch schön, dass wir gerade gesagt haben, das können die so machen und das ist auch schön. Und gleichzeitig war es bei denen eben auch ein Teil des Probenprozesses, dass teilweise auch sprachliche Impulse von außen reinkamen und die anderen dann reagiert haben. Also die Person, die gesprochen hat, hat sozusagen nicht selber getanzt. Und ich war jetzt in unserer Performance eben so ein bisschen die Person, die einfach von außen einen sprachlichen Impuls gegeben hat. Und genau. Wir haben das eben nicht nur zum Probenprozess gemacht, sondern auch zum Performance-Produkt. Ich habe auch das Gefühl, dass wir erst eigentlich eher am Anfang stehen und dadurch auch so viele Möglichkeiten bekommen haben und Anregungen, wie wir da weiterarbeiten können. Und was uns, glaube ich, alles bereichert auch für das, was wir sonst mit der Musik machen. Ja, das war das Schöne daran, das war jetzt irgendwie ein mögliches Ergebnis von vielen irgendwie, das wir jetzt irgendwie hätten präsentieren können. Und das Wertvollste war einfach, dass wir für uns alle eine echt neue Art und Weise entdeckt haben, wie man miteinander agiert und wie man irgendwie versucht, Musik zu produzieren. Also eigentlich den Prozess kennenlernen. Das war eigentlich für mich das Interessanteste.
Erst habt ihr den Abstand gehalten und dann habt ihr es gegenlaufen lassen. Also kam der Impuls eigentlich von dem Klangobjekt. Und das fand ich spannend, diese Umkehrung. Mhm. Aber auch dieses, ich nenne es mal Soziale, das ist ja in der Musik, also wenn man zusammen musiziert, ist es ja immer eine Kontaktgeschichte. Ne? Jetzt kommt gleich mein Einsatz, jetzt muss ich, und nicht zu früh, nicht zu spät. Mhm. Auch so dieses Impulsgeben von dem Wippen, den Impuls abtasten, was macht der andere da gerade, bremst der schon oder muss ich noch mal Gas geben ein bisschen? Mhm. Also das fand ich eben spannend. Ja, ich meine, diese Momente auch, ne? Genau, und dieser Wechsel zwischen, sind wir jetzt die, die sozusagen das führen oder ob das die Kunst ist, die das gerade quasi dieses Stück führt, das war auch super spannend, weil zum Beispiel an dem Anfang habe ich ja ganz langsam angefangen und so, und dann wird es immer größer, auch die Bewegung, und das ist tatsächlich super spannend, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, dass ich gar nicht mehr sozusagen, also das ist so ein ganz spannendes Moment, wo dann das Kunstwerk sozusagen das übernimmt, also auch diese Führung. Wo man loslässt, ne? Wo man loslässt vielleicht. Dann gehe ich halt mit und irgendwann übernehme ich sozusagen wieder die Führung. Das ist total spannend und das konnte man auch nur erleben, indem wir halt hier öfter waren, über eine lange Zeitspanne auch und immer an dem Kunstwerk halt, also mit dem Kunstwerk halt gearbeitet haben. Yeah.